Supernatural-Star Jared Padalecki erlitt einen wirklich schlimmen Autounfall, wie sein Serienkollege Jensen Ackles während eines Fun-Events berichtete. So geht es dem Schauspieler jetzt. Vor mehreren Tagen erlitt Schauspieler Jared Padalecki, 39, als Beifahrer einen schweren Autounfall. Das bestätigte sein Supernatural-Co-Star Jensen Ackles, 44, bei einem Fun-Event in New Jersey. Eine Videoaufnahme davon war auf Twitter aufgetaucht. Jetzt erklärt der ehemalige Gilmore Girls-Star auf Instagram, wie es ihm geht. Jared Padalecki: Ich bin auf dem Weg der Besserung. Jared kann schon wieder lachen, während er mit Töchterchen Odette, 5, für ein Selfie posiert. Mit diesem Schnappschuss bedankt sich der dreifache Vater bei allen für die vielen Liebesbekundungen. Ihm geht es gesundheitlich anscheinend schon wieder gut, denn er schreibt weiter: Ich hoffe, dass ich im Laufe dieser Woche wieder filmen kann. Ich habe so ein Glück, dass ich die beste Pflege bekommen habe und von Menschen umgeben bin, die mich lieben. Ich bin so dankbar für alle. Jared habe Glück, dass er noch lebt. Am Sonntag, 24. April 2022, entschuldigte sich Jareds Co-Star Jensen Ackles bei einer Supernatural-Konvention für seinen abwesenden Kollegen. Ich vermisse meinen Kumpel, sagte der Schauspieler, während er allein auf der Bühne stand, und fuhr fort: Er lässt euch herzlich grüßen. Ich habe gestern mit ihm gesprochen. Er ist traurig, dass er nicht hier sein kann. Mit der nächsten Aussage schockte Ackles jedoch die anwesenden Fans, denn Jared hatte einen sehr schweren Autounfall. Er ist nicht gefahren. Er saß auf dem Beifahrersitz und hat Glück, dass er noch lebt. Ein Raunen ging durch das Publikum. Es war ein wirklich schlimmer Autounfall. Der Airbag habe den Schauspieler aufgefangen. Jared Padalecki fühle sich wie nach 12 Runden mit Boxer Mike Tyson, 55. Aber es geht ihm gut, und er ist schon auf den Beinen, erklärte Ackles, und weiter: Es war ein wirklich schlimmer Autounfall. Behaltet ihn einfach in euren Gedanken, schickt ihm etwas Liebe, wenn ihr die Möglichkeit habt, und er wird bald wieder bei uns sein. Wo und wann sich der Vorfall ereignete, ist nicht klar.